hier hinter mir. Hier haben wir keine Sportler oder Pantomime, die sich für den nächsten Wettkampf oder auch Auftritt warm machen. Das ist der 50-köpfige Knabenchor Kevela. Die Jungs machen sich gerade fit für die Chorprobe und heute ist tatsächlich ein besonderer Tag, denn sie durften unter anderem in die große Marienbasilika und dort probieren, üben, singen und das kommt jetzt wirklich nicht so oft vor. Nicht schlecht, sind die Knaben. Die letzten Proben vor dem großen Auftritt in der Basilika. Rund 50 Sänger werden im Juni singen, wenn der Nachwuchs im Chor feierlich aufgenommen wird. Alt und Bass. Vorher wusste ich noch gar nicht, dass ich so eine helle Stimme habe. Das wusste ich nur, als ich in den Chor gegangen bin. Und ich finde es cool, dass wir auch manchmal zwischendurch Spiele machen und so. Ich wollte das einfach mal ausprobieren, wegen ich habe mitbekommen, dass meine Freunde da sind. Und ich war schon mal in einem anderen Chor, aber der ist dann pleite oder so gegangen und dann bin ich halt einfach hierhin. Ich komme mit Freude hierhin und wenn ich zu Hause ankomme, dann bin ich fröhlich. Der Knabenchor ist noch sehr jung. Er wurde erst 2015 von Leiter Sebastian Piel gegründet. Zurzeit singen hier Jungs im Alter von 7 bis 16 Jahren. Es war relativ einfach, in Kevela und Umgebung Sänger zu finden, die Lust auf den Chor haben. Also erfahrungsgemäß einen gemischtstimmigen Kinderchor hat, da hat man 30 Mädels und 2 Jungs und die Jungs haben irgendwann keinen Bock mehr. Und wenn man plötzlich sagt, ah, komm, wir machen aber einen Knabenchor, nur für euch, da hat man plötzlich irgendwie 80 Mann, die Bock haben, zusammen Musik zu machen und das ist ganz cool. Der Chor versteht sich als eine Gemeinschaft, in der alle mitentscheiden. Ohne Freundlichkeit funktioniert auch nichts. Mal abgesehen davon, dass mein Ziel am Ende natürlich vor allem ist, dass die Jungs sich weiterentwickeln und irgendwie eine tolle Gemeinschaft bilden. Und wir versuchen, das Ganze möglichst demokratisch aufzustellen. Das heißt, ich bestimme gar nicht alles alleine. Wir haben mittlerweile einen gewählten Sängerrat und der trifft sich mit mir zusammen und entscheidet gemeinsam, was wird gesungen, was wird wann gesungen, auch wie gehen wir in der Probe miteinander um. Genau diese Mischung aus Spaß beim Singen, Chor auf Augenhöhe und Mitbestimmung ist der Grund, warum es in Kevela kaum Nachwuchsprobleme gibt. Ich finde, wie der Chor aufgebaut ist, also mit dem Sängerrat und so, finde ich ganz cool. Und welche Lieder wir auch singen, also nicht nur kirchlich, sondern halt auch andere Lieder. Quasi dann den ganzen Stress und alles einfach raussingen, quasi aus der Seele. Es ist einfach ein entspanntes Gefühl. Man ist einfach, sag ich mal, bei seinem Hobby, woran man auch Spaß hat. Und natürlich unter anderen Menschen, was auch natürlich immer gut ist. Damit es für alle nicht langweilig wird, veranstaltet der Knabenchor Ferienfreizeiten, Ausflüge und Filmabende, damit alle dabei bleiben. Es ist natürlich schon so, dass man den Eindruck hat, dass die Kirchenmusik immer weiter abnimmt und dass das auch daran liegt, dass die Kirche ja immer weniger Zahlen hat und was vielleicht auch nicht ganz so unrecht im Moment passiert, weil man ja in bestimmten Stellen bestimmten progressiven Sachen einfach entgegensteht. Was wir hier aber versuchen zu machen, ist ein Chor, der nicht dieses konservative Knabenchorbild erfüllt, das man irgendwie noch vor 100 Jahren gehabt hat oder wo auch jetzt gerne noch Leute wollen würden, dass das noch so ist wie vor 100 Jahren, sondern dass wir es wirklich möglichst modern aufstellen. Nach knapp 90 Minuten Probe im Chorsaal geht es in der Marienbasilika weiter.